Die Schweiz. Bekannt für seine vier Landessprachen und seine vielfältigen Landschaften. Ein Eldorado für Motorradfahrer. Perfekt ausgebaute Straßen. Unendlich viele Kurven. Nicht enden wollende Steigungen. Kurzum, ein Paradies für alle Freunde des gepflegten, motorisierten Reisens. In diesem Sinne willkommen auf meinem Kanal Franks Roadtrips. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal seid. Heute nehme ich euch mit über den Burnigelpass in das Gantrischgebiet. Das ist der zweite Teil einer Tagestour. In dem ersten Teil habe ich euch bereits durchs Emmental geführt, auf den Schallenbergpass. Und wer diesen Teil verpasst hat, der kann ihn gern hier oben auf dem Link nochmal nachschauen. Die gesamte Tour, die kann man in 5 Stunden absolvieren und die geht über 2 Voralpenpässe, dem Schallenberg und dem Gurnigel. Der tiefste Punkt ist 450 Meter, der höchste Punkt ist 1600 Meter mit dem Gurnigel und insgesamt legt man dabei 6000 Höhenmeter zurück. Und jetzt viel Spaß mit dem Gurnigel. Der Gurnigel ist bekannt für das älteste Motorsportbergrennen Europas, zumindest wenn man das den Veranstaltern glauben darf. Seit 1910 werden hier Rennen ausgetragen. Der Hinweis auf der Website ist irgendwie einleuchtend. Bitte beachten Sie, dass einige Fahrzeuge ziemlich laut sind. Wir empfehlen, Ihren Kindern Gehörschutz anzuziehen und Ihre Tiere zu Hause zu lassen. Schön, oder? Dieses Jahr ist hier allerdings nichts mit Rennen. Die Veranstalter haben wegen Covid-19 leider abgesagt. Den Reiz von solchen Strecken macht natürlich die Streckenführung und der griffige Asphalt aus. Trotzdem sollte man immer auf die Geschwindigkeit achten. Zum einen wegen dem Gegenverkehr, zum anderen kann man hier schnell mal gelasert werden. Die Bergstrecke selber geht noch weiter hoch bis zum Gurnigelpass auf 1600 Meter, wo man einen kurzen Stopp im Berghaus Gantrisch einlegen sollte und natürlich die wunderschöne Aussicht genießen kann. Viel Spaß beim Zuschauen! Every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. I've been running in circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left.
staring at the ceiling. I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? Ich bin wohl gerade ein bisschen zu lange in dem Berghaus Gantrisch geblieben und habe da einen Kaffee getrunken, sodass ich jetzt mitten in eine Kuhherde reingeraten bin. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich kann ja hier die Wahnsinnsaussicht weiter genießen und ein bisschen darüber philosophieren, warum es denn keine Formel 1 in der Schweiz gibt. Früher gab es das mal, nämlich den Großen Preis der Schweiz oder den Grand Prix Bremgarten. Bremgarten liegt in der Nähe von Bern. Und da sind tatsächlich Formel 1 Rennen ausgetragen worden, die Bestandteil von der Weltmeisterschaft waren. Von 1955 bis 1982 war das der Fall. Und nach dem schweren Unfall im 24-Stunden-Rennen vom Le Mans 1955, mit dem 84 Menschen ums Leben kamen, hat man das hier in der Schweiz dann verboten, dass man Rundstreckenrennen austrägt. Aus Sicherheitsgründen, und seitdem ist das so, dass eben keine Formel 1 in der Schweiz stattfindet. Danach war tatsächlich noch zweimal ein Formel 1 Rennen, ein Grand Prix der Schweiz. Der ist aber in Frankreich, in Dijon ausgetragen worden und gar nicht in der Schweiz selber. Und bis dato sind jetzt alle Bemühungen gescheitert, dass man wieder Rundstreckenrennen in der Schweiz zulässt. Und muss man sich halt mit dem Bergrennen hier auf dem Gurnigel begnügen und warten, bis die Kühe wieder Platz machen. In der Zwischenzeit haben zwei Fahrer aus der Romanetzung aufgeschlossen und so geht es gemeinsam weiter ein Stück Richtung Schwefelbergbad. When we wake, hear the birds and see the sun, side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Die Straße schlängelt sich durch den Naturpark Gantrisch und ist einfach nur ein Traum für Motorradfahrer. Bei Seelital am Geggersteg zweigt die Straße nach links in eine Schotterstraße ab. Wer seine Turnschuhe mit im Gepäck hat, sollte den Ausflug auf den Geggersteg nicht verpassen. Der ist das Highlight im Naturpark Gantrisch und führt über das Sturmholz, das der Orkan Lothar im Jahr 1999 hinterlassen hat. Thank you.
nehme weiter den Schotterweg in Richtung Ottenleuebad. Schon wegen der Namen der Ortschaften lohnt sich der Weg hierher, oder? Ich weiß noch nicht mal, ob ich das richtig ausspreche. Ihr könnt es mir ja in die Kommentare reinschreiben. Warum der Weg nicht asphaltiert ist, ist mir ein Rätsel. Wo doch in der Gegend selbst der kleinste Weg mit Asphalt versiegelt wird. Auf jeden Fall schreckt das den üblichen Verkehr ab und die Strecke gehört von nun an mir alleine. Nach Ottenleuebad habe ich selbstverständlich wieder griffigen Belag unter den Rädern. Genießt mit mir einfach die schöne Aussicht auf dem Weg zurück in die Ebene. Insgesamt hat man von Riggisberg über den Gurnigel bis nach Schwarzenburg über eine Stunde nichts als Kurven. Was will man mehr? Die ganze Zeit nichts als Kurven und, wenn man mal einen Blick nach links riskiert, geniale Ausblicke Richtung Freiburger Voralpen und das Mittelland. Einfach der Hammer. Schwarzenburg aus nehme ich dann noch die Strecke Richtung Freiburg über die Sense mit dem Ziel zurück nach Murten. Ja, damit kommen wir auch zum Ende dieser Tour. Ich habe das dann unter der Woche gemacht, weil da am wenigsten Verkehr ist. An den Wochenenden sind die Pässe Schallenberg und Gurnigel eben schon stark frequentiert. Das ist jede Menge unterwegs, Motorradfahrer, Sportwagenfahrer, Biker, Wanderer. Deshalb besser unter der Woche. Wenn es euch gefallen hat, das Video, könnt ihr gerne einen Daumen hoch hinterlassen oder den Kanal abonnieren. Der nächste Roadtrip wird wieder in diese Gegend gehen. Dort geht es zu Kraftorten und Bogenbrücken aus Stahlbeton aus dem 20. Jahrhundert. Wird bestimmt auch interessant werden. Bis dahin bleibt gesund und passt auf euch auf. Und ich würde mich freuen, euch wieder auf diesem Kanal begrüßen zu können.